Was für ein schönes Bild, die zwei Generationen Rosberg hier zusammen auf dem Sofa, aber gerade noch in den Overalls und den Autos auf der Strecke. Wie hat sich das angefühlt für euch? Nico, sag du mal erst. Es war ein sehr, sehr besonderer Moment in vielerlei Hinsicht. Ja, nochmal auf die Monaco-Strecke hätte ich nie gedacht, dass ich nochmal im Formel 1 Auto in meinem da fahren werde. Dann überhaupt mein Erlebnis da reinzusteigen. Ich habe mich direkt, es war wie gestern, dass ich jetzt qualifying, ja. Ist alles, als ich das gesehen habe, das sah so aus, als ob es enger geworden wäre als ja, früher. Ja, ein paar Kilo mehr, es wurde eng. Also da war ich echt ein bisschen erschrocken. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Und dann aber alles perfekt. Und das Gefühl war, okay, ich kann jetzt direkt auf die Quali-Runde gehen und ich brenne da eine Zeit rein ohne Ende. Und dann natürlich mit meinem Vater in seinem Weltmeisterauto auf der Strecke dann so zu folgen, nochmal ein kleines Battle, einmal überholen in die Schikane rein. Ja. Ganz, ganz toll. Hat sich für dich auch angefühlt wie nach Hause kommen oder ist es zu weit? Ich bin ja sehr skeptisch über solche Sachen wie heute vorher. Aber ich muss ehrlich sagen, das waren wunderschöne Momente. Nico sagt, es war speziell nach 2016 wieder auf die Strecke zu gehen. Ich war erst einmal seit 86 auf der Strecke. und muss aber wusste es noch, aber, ja, ab dritter Runde hätte ich schon qualifizieren können. Also, es war schon toll. Ja. Ich hab zu Nico gesagt, nachher, wie schnell die Runde ging. Wir sind ja natürlich etwas langsamer gefahren, aber wie schnell die Runde vorbei war. Und es war auch gut, dass es so kurz war, der Demo, weil du merkst schon, dein Speed geht ab und du beherrschst es nicht mehr. Du denkst, jetzt machen wir mal Piano, aber das ist nicht der Fall. Ja. Wir sehen runter und schon bist du der Rennfahrer. In der zweiten Runde habe ich mir auch ein bisschen Sorgen schon gemacht, weil ich habe schon gesehen, jetzt in den Ecken kommt langsam das Limit. Ja, habe schon gesagt, bitte, bleib ruhig, wir fahren das Ding jetzt nach Hause und dann ist gut. Sind ja zwei Generationen Rennfahrer, sind aber auch zwei Generationen Autos. Hättet ihr jeweils Lust gehabt, im anderen mal zu fahren? Also du in dem Ding aus den 80er Jahren, du aus dem 2016er? Ich glaube, den Lust haben beide. Aber Nico könnte natürlich den alten Auto easy fahren. Aber ich könnte den neuen nicht. A, passe nicht rein. B, Lenkrad mit 400 Schalter. Wie soll es gehen? Geht nicht. Sitzposition alleine in den Autos geht nichts. Da kannst du nicht mehr atmen. Das kenne ich schon von kleineren Formeln, das geht nicht. Und meine alte, da ist die Arbeitsposition noch das, was eigentlich. Da sitzt man noch. Ja, da sitzt man noch, genau. Okay. Aber bist du froh, dass du nicht in den Zeiten Formel 1 gefahren bist? Es gibt ja welche, die sagen. Fahren macht riesig Spaß. Ich bin das Auto gefahren in Silverstone, ja. Aber wo ich halt null Lust drauf hätte, ist diese Gefahr. Das ist ja völlig verrückt. Ja, und da würde ich niemals machen, dass ich da in diesem Auto jetzt irgendwie überhaupt rennen oder so fahren. Nee, weil das ist ja, ich saß eben drin. Ja. Man hat hier so eine kleine Scheibe Aluminiumpapier, ganz kleine, 1 Millimeter, das war's. Dann kommt schon die Wand. Ja, und also das ist ja, und dann hinter dieser Scheibe Aluminiumpapier am Rücken ist der Benzintank. Auch nochmal so eine kleine Scheibe da hinten. Ja. Also nee. Und vorne, ja, die Füße, danach kommt ein bisschen Glasfieber. Und das war's dann, da ist auch schon wieder die Wand. Ja, also das ist das eigentlich Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. Ne? Ja gut, andererseits, wir kannten ja nichts Besseres. Das waren die besten Autos der Welt damals, das waren die besten Fahrer der Welt damals. Wir wussten ja nicht, wie viel besser die Welt wird 30 Jahre später. Ganz keine Handys, gab's noch nicht mal Faxgeräte. Na, und Gott sei Dank ist es so geworden. Wir hatten einen sehr guten Mediziner, den Professor Sid Watkins. Der damals unglaublich maßgeblich beteiligt war in die erhöhte Sicherheit, die wir heute haben in den Autos. Und gut so, weil jetzt war ich ja wieder Vater und der Sohn war drin und bin froh, dass die Autos so sicher sind. Was charakterisiert eigentlich den jeweils anderen als Rennfahrer? Nico, wenn du Keke als Rennfahrer, ich meine, du warst nicht geboren damals, als er Weltmeister wurde, trotzdem. Du weißt, was für ein Typ er war und was für ein Rennfahrer. Was steht für Keke Rosberg? Er hat wahrscheinlich nur falsche Gerüchte gehört. Also ich denke mal, Speed wird da schon sehr ähnlich sein zwischen uns. Ja? Aber Verrücktheitslevel, da bin ich irgendwo in der Nähe. Ja? Also das ist mal ganz was anderes. Ja. Da bin ich schon ganz in der anderen Richtung unterwegs. Und umgekehrt? Ja, es ist sehr schwer zu vergleichen. Weil die Arbeitsweise, die heute verlangt wird von einem Formel-1-Fahrer, so viel anders ist.
wir sind ja zum größten Teil mit Naturtalent gefahren. Und die fahren mit Data, mit akribischer Arbeit, wahnsinnige Menge von Engineers. Die Abstimmung zu unserer Zeit war, wir sind vielleicht bei 73% gelandet. Ja. Die kommen auf die Rennstrecke mit 96 und arbeiten dann, um 98 zu erreichen. Von den möglichen, von den Auto. Und das ist der große Unterschied. Also das ist schon ein interessanter Punkt, ja, weil ich habe immer 3/4 aus meinen Daten gefunden an Speed auf der Rennstrecke für mein Fahren. Ja. Ja, ich habe mit dem Teamkollegen verglichen, auch mit mir selber verglichen und dann habe dann wirklich noch ein paar Zehntel nur durch die Daten und Analyse und akribische Arbeit mit dem Ingenieur an Performance dann gefunden. Und das ist natürlich damals komplett anders, das gab es überhaupt nicht. Aber auch so, wenn man es von außen beobachtet hat und jetzt auch Fotos anschaut, der Keke mit der Zigarette und auch bei den Reifen hat alles immer gequalmt und so weiter. Und Nico eher so der glutenfreie Feingeist und so, das ist schon ein bisschen anders, ihr beiden. Aber das ist genau das, was heute verlangt wird. Und zu unserer Zeit war es wieder anders. Wir hatten einen Villeneuve, der sogar über mich ein paar Klassen verrückt war und so weiter und so fort. Das war einfach damals die Art und Weise, wie wir schnell waren. Wir haben ja diese wunderschönen Bilder nach deinem Titelgewinn gesehen. Der kleine Nico mit dem Kart fährt auf Ibiza, Keke die Zeit nimmt, nachtankt und so weiter. Wolltest du eigentlich, dass er Rennfahrer wird? Ich wollte es ihm ermöglichen, wenn er es will. Mhm. Ja. Aber mir war es egal, ob er jetzt Eishockey spiele oder Fußballer oder Tennis spiele oder was wird. Es gab eine Diskussion, er sollte damals in Monaco von dem Tennisclub in den Junior-Team kommen. Was natürlich eine ganz andere Level von Training und geworden wäre. Und ich hab ihm gesagt, sag mal, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Du wirst nie groß genug sein, massiv genug sein, um ein Top-Level in Tennis zu erreichen. Und jetzt die Schularbeit und alles opfern dafür, dass du jeden Abend 3 Stunden Tennis trainierst, ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist. Und so, der Ratschlag war schon nicht so schlecht. War schon eine kleine Ablenkung in die richtige Richtung. Wann war es dir klar, dass es in die Richtung gehen könnte? Also auf dem DTM-Dach irgendwie schon. Mit also Papa ich weiß gefahren? Noch, wir waren auf dem DTM-Dach 1996. Ja? Und da habe ich gesagt, ich wünschte mir, dass ich das selber machen darf in meinem Leben oder machen kann. Also da ist es schon felsenfest bei mir drin gewesen. Das möchte ich gerne selber auch mal machen, weil das ist gigantisch. Ja. Wir sind ja zusammen meine letzten Rennen, nach dem Rennen, dann auf Auto, vorm Rennen, auf den Autodach durch Hockenheim gefahren. Das vergessen wir ja nicht. Ja, man kann auch sagen, das war jetzt eine Wiederholung von dem heute. Aber was ich sehr bewundere, selbst als Vater, ist, wie du dich doch, zumindest kam mir das so vor, dann spätestens zu Formel-1-Zeiten sehr rausgehalten hast aus seiner Karriere. Ist dir das schwer gefallen? Nein, es gab bewusst einen Moment, wo ich gesagt habe, so, das war's, jetzt bin ich weg. Und wir haben gerade darüber heute früh gesprochen mit Nico und Nico findet das auch großartig, dass ich das gemacht habe. Und der Zeitpunkt war exakt richtig und die Entscheidung war richtig, und, oder? Ja, aber dass es einfach ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich auch als Vater jetzt, komplett da einfach easygoing sein zu lassen. Ja, einfach ist es nicht. Also das, aber ich bin sehr, sehr dankbar. Ja, weil das war wirklich die perfekte Art und Weise, dass ich dann in der Formel 1 in der Zeit wirklich auch meine Fehler gemacht habe, meinen Weg gegangen bin und meine Lehrstunden gemacht habe. Und ich glaube, das ist dann auch mit Sicherheit ein Schlüssel gewesen zum Erfolg dann letztendlich. Trotzdem manchmal auf seine Erfahrung zurückgegriffen? Das ist so schwierig für mich. So schwierig. Ich gehe da direkt in Drehzahlbegrenzer. Okay. Das ist so schwierig. Ich bemühe mich ein bisschen zuzuhören, ja, aber nicht so einfach. Ja, sagen wir so, er übt jetzt 10 Jahre und er ist noch nicht sehr weit. Bei dem Rücktritt warst du auch nicht involviert, oder? Bei Nikos Rücktritt so richtig? Oder wusstest du vorher, dass er aufhört? Nein. Er hat ein SMS an meine Frau geschickt, an seine Mutter. Und der letzte Satz an den SMS war, bitte sag dem Vater auch. War das der einfachere Weg? Ja, genau so war es. Ich konnte nicht. Er wusste, es entsteht eine Diskussion. Ich konnte nicht. Ich musste eine halbe Stunde auf die Bühne für die Weltpresse. Ja. Mein bester Kumpel hat mir gerade gesagt, jetzt weiß ich, wie meine Schwester sich angefühlt hat, als Take That auseinandergegangen ist. Weil der war mein größter Fan, der war am Boden zerstört. Und ich wusste auch, dass,
dass es bei dir dann auch erstmal ein Schock ist, weil du natürlich auch total begeistert bist, Titel gewinnen und wie geht's jetzt weiter und so. Und das, ich konnte nicht, also ich musste das erstmal durchziehen. Wie ist euer Verhältnis denn jetzt? Also es macht einen sehr, sehr... Ich bin der Vater, ist der Sohn. Ja, aber da gibt es ja auch solche und solche. Manche Väter und manche Söhne kommen nicht so gut klar. Wie ihr seid happy miteinander, oder? Wir kommen gut klar. Wir reden wenig miteinander. Wir kommen gut klar. Das ist das Geheimnis. Das stimmt ja, wird ja immer besser, wird immer besser. Ja. Und jetzt in der Businesswelt, ist er da vielleicht sogar fast noch mehr eine Hilfe als Nein, null. Auch nicht? Überhaupt nicht involviert, nein. Nein? Nein, und geredet wird auch nichts. Stimmt nicht, aber es ist schön, euch zu sehen und hat unheimlich viel Spaß gemacht, das auch auf der Strecke zu sehen. Wird aber nicht wiederholt, oder? Nein, wird nicht wiederholt. War das echt der Original? Das war einmalig, ja. Kein, nicht hinten original, so ein bisschen Originalsitz, Originalsitz. Alles noch? Ja. Ich glaube kein Wort. Ich wirklich? Wirklich? Ist mein Rennsitz. Ich hätte gedacht, die hätten hinten noch so ein bisschen Stoff nach. Nein. Oder wie einige sagten, warst du damals schon so dick? Also. Danke schön für das Gespräch. Und, danke fürs Zuschauen. Ja. Danke an dir. Danke viel Spaß hier in Monaco am Wochenende. Danke euch. Danke, dass ihr das auch ermöglicht habt. Ja. War toll. Freuen wir uns. Dankeschön.